Gut, aber wir haben noch jede Menge Platz für neue Leute. Das Doppelte passt noch rein. Wir brauchen auch nur noch 35 Arbeitskräfte. Hier sind schon zwei beim Wasserträger. Der wird also deutlich häufiger durch die Gegend ziehen. Immer schön seine Runden. Und die ersten Leute fangen hier unten an. Salamander, sitz. So ist gut. Ja, nicht bewegen, du. Nicht, dass der meine Leute totbeißt. Dann habe ich ein Problem. Gerade an der Farm. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Wir werden immer mehr. Arbeitskräfte, die fehlen, sind immer weniger. Und je mehr Leute wir haben, desto sicher ist es, dass wir irgendwann genug Essen haben, um die Mühle zu füllen und unsere Leute mit Essen zu versorgen. Fade Nahrungsmittel. Das wird jetzt das Wichtigste sein. Wenn wir die haben, haben wir nachher so viele Leute, dass wir anfangen können, unsere Produktion mit Bronze und Waffen und sowas alles fertig zu machen. Denn das ist das Erste, was wir machen sollten. Gleich auf Militär. Das letzte Mal habe ich mir so in den eigenen Finger geschnitten und er hat meinen Bauern getötet. Ich hab's doch gewusst. Nee, er hat nicht den Bauern getötet. Er hat denjenigen getötet, der hier Wache läuft. Das heißt, ich bräuchte eigentlich einen Wachmann. Wachturm. Der ist wenigstens grün. Töte den Salamander. So, Kohl wird auch schon angepflanzt. Sehr gut. Ihr habt alle Arbeitskräfte, die ihr benötigt. Ja, wir sind bei 10 Arbeitslosen. Das ist super. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo haben wir die Bronzevorkommen? Sind die nur hier unten? Dass wir mit der Fähre rüber müssen? Das sieht so aus, ne? Oben könnte auch noch ein bisschen was sein. Aber hauptsächlich unten. Okay, dann bauen wir die Fähre gleich mal hin. Fähre. Die war bei Regierungssachen. Bäume müssen jetzt mal weg. Okay, dann haben wir jetzt eine Fähre. Ich weiß nicht, Achtung, Gebäude benötigt Zugang zur Straße. Ich weiß nicht, ob die besucht werden müssen von irgendwelchen Ingenieuren oder so. Eingestürztes Gebäude? Wo das denn? Lass mich raten, die Mühle. Ja, natürlich. Gott sei Dank war da noch nichts drin. Das wäre jetzt unser Tod gewesen. Hätte ich gleich wieder von vorne anfangen können. So, die Mühle. Architektenposten. Muss erstmal nicht Feng Shui-mäßig hin. Hier hätte ich auch gerne noch einen, nur zur Sicherheit. Und hier unten sowieso. So. Und dann kommen wir schon mal runter zum Holz und zu allem anderen. Ich hoffe, dass die meine Holzsammler und sowas alles nicht töten. Sonst habe ich ein Problem. Das reiße ich jetzt mal weg. Dann bauen wir hier. Ich bin gespannt, wo die hinlaufen. Eine Bronzeschmelze erstmal hin. Lauft mal los. Ich will mal sehen, wo ihr hinlauft. Wir haben ja noch genügend Arbeitslose. Ist ja alles gut. Ja, die gehen rüber. Die fahren jetzt mit der Fähre rüber. Der Stadt mangelt es an Nahrung. Ach. Wirklich? Nein, sowas. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Unsere Leute sind auf den Feldern unterwegs. Das ist gut. Der Salamander beißt wieder meine Leute tot. Oh. Einer steht da noch. Oh, das gibt's doch nicht. Diese blöden Viecher. Kannst du dich nicht wehren? Jetzt reicht's mir. Die werden wir beschützen. Wachturm. Kommt hier mit hin.
So, töte die Viecher. So ist gut. Getötet. Jetzt können sie abbauen gehen. Ich hoffe bloß, die spawnen nicht so schnell nach. Guti. Den würde ich gerne woanders hinhaben, dass ich hier noch eine Bronzeschmelze hinsetzen kann. Kommt hier mit ran. Eine weitere Bronzeschmelze kommt dahin. Und wir haben noch 9 Arbeitslose. Es kommen keine weiteren Leute in die Stadt. Benötigte Mitarbeiter. Ja, gut gemerkt. 10 Mitarbeiter werden wieder benötigt. Die Hirse wird schon mal rübergebracht in die Mühle. Gleich wird auch Kohl abgearbeitet. Und dann müssten wir soweit auf den Feldern durch sein. Und dann haben wir das Wichtigste. Hauptsächlich natürlich erstmal Hirse. Und später noch ein bisschen Kohl. Der Stadt mangelt es an Nahrung. Das ist eine Sache, die ich ungern lese. Aber die leider immer häufiger kommen wird. Erst recht, wenn hier immer wieder Leute benötigt werden. Aber wir haben das schon einigermaßen unter Kontrolle. Das ist schon okay. Wenn wir jetzt die Bronze bekommen, ich muss mal kurz gucken, was die Waffenschmiede noch benötigt. Befestigungen, Waffenschmiede. So, ich stelle die nur rein provisorisch einmal dorthin. Produktion zu 0% abgeschlossen. Geladene Bronze 0. Also ihr wollt wirklich nur Bronze haben, das ist gut. Dann lasse ich die jetzt auch dort stehen. Und die Waffen, die produziert werden, werden wir dann gleich für unser Infanteriefort nutzen. Das wir dann auch außerhalb der Stadtmauern hinstellen. Am besten irgendwo hier oben oder so. Weiß jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Ach so, es wird ein besetztes Verwaltungszentrum benötigt. Ah, das ist interessant. Okay, dann stellen wir das Verwaltungszentrum hier vorne mit hin. Regierung, Verwaltungszentrum. So. Und wir brauchen dann zusätzlich auch wieder einen Schutz fürs Verwaltungszentrum. Dass das nicht einfach so einstürzt. Was wieder Feng Shui-mäßig nicht drin ist, aber ist egal. Okay. Kohl kommt jetzt auch. Ihre Stadt benötigt mehr Arbeitskräfte. Nein, wirklich. Dann wollen wir mal für Nahrung sorgen. Und denen gleich Bescheid sagen, sie sollen einfache Nahrung produzieren. Dann nehmen die nämlich gleich Kohl und die Hirse. Ich hoffe, dass das reicht, um die Bewohner zumindest halbwegs erstmal zu versorgen. Und später dann natürlich mehr zu machen. Stehen hier hoffentlich... Ja, ich hoffe, dass da noch ein paar stehen. Sie läuft los. Oh, du wirst noch ein, zweimal öfter loslaufen müssen, Püppi. Ja, Hirse wurde nachgeladen. Perfekt. Können schon mal eine Musikerschule bauen. Ich habe irgendeine Nachricht weggeklickt. Kein Fest in diesem Jahr. Oh, nur habe ich gerade die Musikerschule gebaut. Nein, sowas. So, die ersten Leute werden jetzt mit Nahrungsmitteln beliefert. Das ist schon mal gut. Und ihr wollt einen Ahnenschrein. Den sollt ihr auch bekommen. Dann seid ihr glücklicher, ich bin glücklicher, alles ist gut. Ich weiß, dass wir mehr Arbeitskräfte benötigen, aber die werden kommen, sobald der Ahnenschrein funktioniert.
Wir sind jetzt bei 79 Arbeitskräften, die wir zusätzlich brauchen. Schon allein wegen dieser Waffenschmiede, der Bronzeschmiede und so weiter. Wenn wir diese Arbeitskräfte nicht bald bekommen, wird auch die Ernte im nächsten Jahr sehr mau ausfallen. Sie hat gleich wieder Zeug geholt. Die Mühle ist immer noch voll. Ich bin froh, dass wir zwei Farmen jeweils haben. Also eigentlich anderthalb. So, die Ahnentante muss jetzt bald mal durch die Gegend laufen. Sonst sehe ich hier Probleme auf uns zukommen. Die Menschen essen zu viel. Ja, das stimmt. Ach, neun Neuankömmlinge trafen diesen Monat ein und sie läuft rum. Damit haben wir jetzt also auch unser Ahnenbedürfnis ein wenig erfüllt. Wenn die Attraktivität hoch genug ist, dann werden die Leute natürlich auch weiter wachsen. Und jetzt wollen sie Hanf haben. Hanf müssen wir, wie gesagt, importieren. Dazu müssen wir gucken, wie wir jetzt am besten die Waren exportieren, um dann auch Geld ranzubekommen. Ich kann schon mal einen Steuereintreiber hinsetzen. Obwohl, nee, der braucht Holz. Holz habe ich nicht. Gesundheit ist perfekt. Schön ist, dass wir schon mal für einfache Nahrung gesorgt haben. Das wird eine ganze Weile reichen. So haben sie ja das Doppelte. Essen nicht nur die fade Nahrung. Bisschen was an Attraktivität fehlt noch, aber wir werden jetzt ganz, ganz viele Leute dazu bekommen, die alle für uns arbeiten können. In jedes Haus passen auch nochmal 8 Bewohner. Also ein weiteres Drittel plus die hier oben, das wird also ganz gut aussehen. Ihr bekommt jetzt auch noch einen zusätzlichen Schutz für euch, dass ihr nicht in Luft aufgeht oder in die Luft fliegt. Hier ist Feng Shui allgemein schlecht. Egal, was ich tue. Also kann ich es irgendwo hinstellen. So, eine Sperre hier platzieren. Einen Ziehbrunnen braucht ihr auch. Einen Kräuterstand. Dann stellen wir hier noch weitere Gebäude hin. Marktplatz kommt dann da oben hin. Wir haben für die Stadtplanung schon sehr viel Geld ausgegeben. Ich weiß nicht, wie das später werden soll, wenn wir gar nicht so viel Geld zur Verfügung stehen haben. Dann wird es wahrscheinlich um einiges schwieriger. Hier unten werden die ganzen Salamander getötet, von dem da. Das ist gut, weil der nämlich meine Leute kaputt macht. Also nicht er, aber der Salamander. Werde ich. Gut so. Okay, die Waffenschmiede ist schon mal am Schmieden. Und wir können jetzt unser erstes vorbauen. Es wird wichtig sein, dass das relativ früh steht. Es ist teuer, das weiß ich. Aber es ist notwendig. Und laut Feng Shui, nirgendwo angebracht, außer hier unten vielleicht. 500 Personen haben wir erreicht, das ist gut. Die sollen nicht dort oben stehen. Aber Feng Shui sagt, dort am Eingang ist es ganz gut. Ja, ich würde sagen, dann stellen wir die doch dorthin, oder? Haben auch gleich Anbindung zur Straße. Muss ja auch noch sein, zusätzlich. So, ihr wandelt zwar jetzt einmal komplett durch die ganze Stadt mit euren Karren, mit euren Waffenkarren, aber das geht nicht anders, da müssen wir durch. Wir haben noch 57 Arbeitskräfte nötig. Die Gesundheit nimmt ab. Ja, nicht mehr lange. Ganz ruhig. Gut, kümmern wir uns um den Handel. Das wird als nächstes wichtig sein. Bo möchte geschnitzte Jade und Bronzewaren haben. Wir könnten geschnitzte Jade produzieren, müssten bloß Jade importieren. Haben wir nicht. Bronzewaren kriege ich hin. Dafür brauchten wir Ton und Bronze. Beides haben wir da. Das heißt, aus der Bronze, die wir hier haben, können wir den Rest fertigen.
Bin bloß am Überlegen, wo wir denn die ganzen Bronzewaren-Dinger herstellen. Hier vielleicht. Es ist noch nicht allzu nah an der Stadt dran, das geht noch. Also brauche ich jetzt Ton. Ich könnte hier noch eine Straße runterzimmern. So. Dann Ton. Ich habe so wenig Arbeitskräfte. 34 Stück fehlen immer noch. Das zieht nur Löcher in unsere Landwirtschaft. Das ist furchtbar. Hirse wird zum Glück noch nicht angebaut. Aber es fehlen eben Arbeitskräfte. Ich werde jetzt auch die Arbeitskräfte mal ordentlich zuteilen. Gewerbe. Landwirtschaft hat den Stellenwert hoch. Muss einfach betrieben werden. Geht nicht anders. Die ersten Leute, die uns verteidigen, werden auch ausgebildet und dann ist gut. 18 Leute, 20 werden im Fort benötigt. 9 Arbeitskräfte sind noch nötig, um weiterzukommen. Der Wasserträger wird hier die ganzen Häuser versorgen und sie größer werden lassen. Hier muss das Gebiet attraktiver werden. Das kann ich schon mal tun. Bitteschön. Dann passen hier auch wieder 8 Leute rein. Und da unten auch. Es sind wieder 16 weitere Bewohner. Und ihr werdet oben ein bisschen was zu essen kriegen. Das heißt, die Märkte werde ich jetzt auch hinbauen. Wo haben wir sie? Ja, einfacher Marktplatz. Das reicht. Ist auch grün. Feng Shui-mäßig okay. Aber Nahrungsmittel werdet ihr noch nicht bekommen. Erst wenn ich weiß, dass die hier alle gut versorgt sind, dann werde ich die Nahrungsmittel freigeben für euch. Jetzt aktuell würde es nur zu einer Katastrophe führen. Hier fehlen noch etliche Nahrungsmittel. Der Markt ist gut versorgt, also es gibt keine Probleme. Aber wir müssen es ja auch appetitanregend machen. Na, wir brauchen ja noch eine dritte Nahrungsmittelart. Aber dann ist der Markt wirklich gut ausgebaut. Das ist das Schöne, dass je mehr Nahrungsmittel man hat, umso besser man auch vorankommt. Ja, geht's euch gut? Ihr habt noch einmal geladene Bronze. Habt ihr jetzt schon mal was hochgefahren? Ich sehe hier jetzt auch keinen Karrenschieber irgendwie mit Waffen durch die Gegend ziehen. Ach, das könnte er sein. Es kommt mir so vor, als würde ich diese Ladung den ganzen Tag bergauf schieben. Je höher ich komme, desto schwerer wird's. Naja, im Prinzip tust du das. Und ich bin froh, dass du das tust. Denn es könnte einiges an Problemen geben, wenn du es nicht machen würdest. So, die Landwirtschaft läuft. Das ist schon mal gut. Und wir haben wieder 11 Arbeitslose. Gott sei Dank. Damit gehen die einzelnen Produktionen schneller. Puh. Ihr macht das super. Ihr macht das echt klasse. So, Ton. Natürlich ist nichts hier im Feng Shui. Wisst ihr, wie sehr mir dieses Feng Shui-Gedöns auf den Sack geht? Machen wir es eben so. So, wird gleich wieder Arbeitskräfte benötigen.